Stefanie Heinzmann hat es geschafft, vom Castingstar zur bekannten Pop- und Soul-Sängerin. Der 24-jährigen Rockgöre ist es gelungen, ihren eigenen Weg in der Musikbranche zu finden. Das beweist sie mit der Single Diggin' in the Dirt. Mit ihrer einfühlsamen Stimme und mitreißenden Rhythmen landet sie damit einen richtigen Hit. Eins von den Lieblingsliedern ist doch bestimmt Diggin' in the Dirt, so, weil einfach die Message ist mir sehr wichtig. Es geht darum, dass man halt auch durch schlechte Zeiten gehen muss und dass es sich aber lohnt zu kämpfen und dass man immer schön den Kopf oben halten muss. Und ich mag die Message und halt auch dann die Power des Songs. Mit viel Energie und ihrer fröhlichen Art tritt sie auch auf dem Fantastival in Dinslaken auf. Heinzmann ist eines der Highlights des 8-tägigen Open-Air-Festivals. Bereits vor Konzertbeginn warten die Zuschauer gespannt auf die 24-Jährige. Begleitet wird ihr Auftritt von der Band The Funky Funks. Die Zuschauer sind von der ersten Minute an begeistert. Besonders beeindruckt sind sie dabei von der Vielfältigkeit der Genre, an der sich Heinzmann bedient. Mal überrascht sie das Publikum mit einem eher ruhigen Waggy-Song, mal mit ihrer bemerkenswert souligen Stimme. Mit ihrer Band bringt sie das Publikum zum Tanzen und beweist mit ihrem Auftritt, dass sie mehr als nur ein Castingstar ist. Mittlerweile ist sie selber Jurymitglied in einer Schweizer Talentshow. Das ist total besonders. Also vor allem, glaube ich, weil man vorher auch auf der anderen Seite war. Und jetzt ist man plötzlich die da sitzt. Ne? Und das ist schon total emotional. Ich habe das tatsächlich also so auf der emotionalen Basis etwas unterschätzt. Ja, man fiebert total mit und ich kann natürlich dann sehr gut verstehen, wie die sich gerade fühlen und man will dann auch keinem was Böses und man muss dann trotzdem Nein sagen und das ist eine sehr, sehr spannende Aufgabe. Die Pop- und Soul-Sängerin hat bereits 3 Alben rausgebracht und internationale Auszeichnungen gewonnen. Goldene Schallplatten, Echos und Kometen. Jetzt ist sie mit ihrer Band auf Festivaltour und hat auch schon für die Zukunft einiges geplant. Die ehrgeizige Frontfrau arbeitet bereits an einem neuen Album. Wir sind gerade in der Songwriting-Phase, also wir schreiben gerade ganz viele Songs, waren in Amerika und in London und ich glaube, das Besondere daran ist, dass wirklich viele Einflüsse drauf sind. Jetzt sind wir gerade dran, so einen Sound zu finden, also es ist gerade sehr spannend. Und auch die Fans erwarten mit Spannung ihr neues Album. Wie es heißen wird, hat Heinzmann noch nicht verraten. Doch das tut der Stimmung an diesem Abend keinen Abbruch.